Ein Pulsspiel. Ein was? Ein Pulsspiel. Pultspiel. Also hier, ja, wir bleiben hier. Klar. Ihr müsst einfach nur beantworten, ist die gesuchte Anzahl, also die gesuchte Antwort, ist sie gerade oder ungerade? Hä? Im Prinzip 50-50 Geschichte. Was? Nimm die Kohle. Also ich frage irgendeine Frage und du musst einfach nur mit gerade oder ungerade beantworten. Verstehe ich nicht. Wie viele Beine hat ein Hund? Wie viele Beine hat ein Hund? Ach so. Ja, der hat ja gebogene. Also das sind nicht gerade die Beine. Das sind Geht's um, geht's um, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Sehr gut, Matthias. Sehr gut. Aber das Spielprinzip ist gleich. Ich ist klar. Also ich gehe von 4 aus, oder Fuschi? Ja, er könnte ja auch ein amputiertes. Wir hören ja auf, ehrlich. Du. Also okay. Was mit euch und dass der Elton da jetzt auch schon so unterwegs ist, macht mir ein bisschen Angst für heute Abend. Verdammt, ich habe mich nur ein bisschen gefreut gerade. So, verdammt, ist also ja tatsächlich 50-50. Jetzt kann jeder eigentlich spielen. Egal, ob mit Handicap in irgendeiner Form oder nicht. Deswegen, komm, wenn es geht, schnelle Entscheidung. Ja, erstmal muss ich. Spielt er? Aber Moment, ich glaube, ich muss nicht fragen, ob er weitermacht, weil A sucht er schon aus und es wäre sehr blöd, wenn er jetzt aussteigen würde. Also nur okay, aber damit wir klar wissen, du spielst weiter. Ja, ja, ja. Ich spiele weiter. Ich suche schon aus. Er spielt weiter. Er sucht schon aus, genau. Alles ist noch da, ob nur extrem, in Anführungszeichen, Sportler mit Ninja Warrior, Models, also, Musiker, Fußballer, Kevin Großreus, Echo Fresh, Kim Tränke, Gustav Schäfer, alle noch da. Also ich habe mich schon entschieden und die schreien alle noch, das ist unfassbar. Wir schreien, bitte, Kevin, du nimmst Kevin, Kevin Großreus. Ja, da kommt also jetzt der Fußball-Weltmeister die Treppe runter. Eine Ikone bei Borussia Dortmund. Ist auch schon in TV-Formaten unterwegs gewesen. Und das wird jetzt ein Duell der Giganten. Der Weltmeister gegen den Olympiasieger. Das finde ich eben geil. Das finde ich geil. Ja. Packen Sie mal hier weg. So, Pulsspiele sind so dein Ding, ne? Ja. Blamieren oder kassieren, ich wiederhole das gerne. Und Evelyn Bodecki hat sich so gewünscht, heute nochmal eventuell gegen dich blamieren oder kassieren zu spielen. Aber so es, gerne! Es kann theoretisch ja noch dazu kommen, wenn du gewinnst und Evelyn eventuell reingewählt wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Gerade oder ungerade ist das Spiel. Hier die genauen Regeln. Ihr bekommt eine Frage nach einer Anzahl gestellt, zu der die Antwort entweder gerade oder ungerade ist. Jeder beantwortet die Frage innerhalb von 5 Sekunden. Da geht es nicht allgemein um Schnelligkeit. Ihr könnt für euch entscheiden. Es geht nicht darum, wer zuerst was eingetippt hat. Jeder tippt was ein, aber hat nur 5 Sekunden Zeit. Wer recht hat, bekommt einen Punkt. Heißt also, wenn beide recht haben, bekommen beide einen Punkt. Warst du in Mathe gut? Ja. Wer nach 10 Aufgaben mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und wenn es zu einem Gleichstand kommt, rede ich dann weiter, wie wir das dann machen. Verstanden, beide? Ja. Gut, dann jetzt hier quasi die erste Frage. Es geht um die Meisterserie des FC Bayern München. Heißt nicht insgesamt die Titel, sondern jetzt, was sie hintereinander gewonnen haben. Also am Stück jetzt aktuell die Serie. Wie oft sie jetzt am Stück Meister wurden. Ist es eine gerade oder ungerade Zahl? Ruhe im Publikum bitte, Ruhe. Kevin hat noch ein bisschen gewartet. Denk dran, auch nur 5 Sekunden Zeit, aber das war noch alles in der Zeit. Beide haben sich für ungerade entschieden. Wisst ihr denn die Zahl ungefähr, oder was habt ihr geraten? 11. 11, was hast du? Ja, ich war zwischen 11 und 13. Zwischen 11 und 13, das wäre aber 12. Also doch gerade. Es sind, wir gucken nach, genau 11 Titel, also ungerade, beide richtig, haben beide auf ungerade getippt. Beide bekommen einen Punkt. 1:1. Also ich habe die nächsten 2 schon mitgerechnet bei 13. Nächste Frage.
die US-Bundesstaaten gerade oder ungerade? Die Anzahl der US-Bundesstaaten gerade oder ungerade? Das war aber ganz, ganz... Das war noch... Ja, ja, ich hab's ja hier stehen. Es war noch in der Zeit, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Wenn die Zeit um ist, kannst du es nicht mehr eintippen. Also ich hätte es vier Möglichkeiten im Kopf. Vier Möglichkeiten? Ja, deswegen habe ich jetzt halt 50-50 gemacht und mich für eins entschieden. Ja? Muss man nicht verstehen. Nee. Ihr habt euch beide für gerade entschieden. Wisst ihr die Anzahl? Ja, also irgendwas zwischen 50 und 53. Kevin hat... Sag lieber nichts. Du bist ein Zwischenmensch. Ich glaube, 51 sind es, ne? Ja. Wir haben wie viele Bundesstaaten? 50. Oh. Ja. Beide haben gerade getippt. Beide einen Punkt. 2-2. Ja, hier muss man nicht unbedingt was wissen. Das kann man auch einfach so. Nächster Oberbegriff, beziehungsweise die nächste Überschrift, die nächste Frage. Es geht, denk an die 5 Sekunden, Pferde auf dem Brandenburger Tor. Eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Pferden? Jetzt. Beide haben sich wieder für das Gleiche entschieden. Für ungerade. Scheiße, Quadriga 4. Oh, Mann, Latein. Quadriga heißt das Ding? Ja, heißt 4. Wir gucken mal, wie viele Pferde es sind. Da oben kann man auch gerne schon mal mitsehen. 4 Pferde sind es. Gott. Also eine gerade Zahl. Kein Punkt. Oh, das könnte ewig weitergehen, so. Wir sind beim vierten Begriff, bei der vierten Frage. 2-2. Deutsche Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerinnen insgesamt. Wie viele deutsche Bundeskanzlerinnen gab es? Gerade oder ungerade? Mit dem aktuellen? Mit dem aktuellen. Ist ja Bundeskanzler. Ja, weil gab es. Ja, nein, also insgesamt. So, wir haben endlich mal was Unterschiedliches. Im Kopf habe ich 9, aber da liege ich wahrscheinlich komplett falsch. Kevin sagt gerade. Und wenn du im Kopf hast 9, dann ist es natürlich eine ungerade Zahl. Ja. Also Matthias hat ungerade. Und wie viele sind es? Inklusive aktuell? 9 tatsächlich. Also sogar die richtige Anzahl gewusst. Damit geht jetzt Matthias alleine in Führung. 3-2. Fünfte Frage. Spannendes Spiel. Gründungsmitglieder der No Angels. Gerade oder ungerade? Beide tippen auf ungerade. Und wie viele No Angels waren es bei der Gründung? Nicht bei der Wiedervereinigung. Waren es 5? Bei der Gründung. 5 Stück, ungerade, richtig. Beide ein Punkt. Frage Nummer 6. Wie viele Tasten gibt es an einem normalen Klavier? An einem Piano quasi. Wie viele Tasten? Ist es eine gerade oder eine ungerade Zahl? Kevin drückt und sagt Scheiße. Nein, nein, ist okay. Warum? Erstmal, warum drückst du und sagst Scheiße? Ist alles gut. Kann ich dich beruhigen, wenn es 88 sind? Ja. Nee. Also, Matthias hat gerade getippt. Und Kevin ungerade. Und Matthias sagt das schon, es sind 88 nein, Tasten. Ey. Somit ist es eine gerade Zahl. Punkt für Matthias. Also Punkte Matthias 5-3. Weiter geht's. Es ist noch gar nichts entschieden. Wir sind bei Frage Nummer 7. Harry Potter. Magst du auch, oder? Fan. Harry Potter Romane. Gerade oder ungerade? War wieder vorher, oder? Gerade so? Vorher? Grad? Nö, das war schon gut. War noch okay. Das war noch alles okay.
Also, Harry Potter Romane. Keine Ahnung. Habt ihr beide auf eine gerade Zahl getippt? Und wie viele Romane gab es von Harry Potter? 7. Wir haben uns entlarvt. 8 Filme, aber 7 Romane. Vielleicht habt ihr das ein bisschen. Wie geht das? Ich weiß das überhaupt nicht, Harry Potter. Es geht. Also, kein Punkt. So, 2 Punkte Vorsprung von Matthias. Wir haben noch 3 Fragen. Kevin muss ein bisschen hoffen, dass Matthias was falsch macht. Und sollte Matthias den Punkt alleine machen, dann ist das Spiel erstmal vorbei. Das ist schon verdammt schwer. Ich denke aber, das kriegt ihr hin. Deutsche Bundesländer. Gerade oder ungerade? Mit Mallorca? Ja, beide entscheiden sich für gerade. Und ich glaube, das war jetzt nicht allzu schwer. Wir schauen einmal nach, wie viele Bundesländer wir tatsächlich haben. Ohne Mallorca 16 Stück. Beide ein Punkt. 6-4. So, jetzt muss wirklich Kevin hoffen, alleine Punkte machen. Und Matthias muss, wie gesagt, da alleine Punkte machen muss. Matthias muss immer falsch liegen. Und auch selbst wenn beide falsch sind, dann Kevin, das war's das. So. Wie kommt man denn auf so eine Frage? Aber gut. Die Ehen von Gerhard Schröder. Gerade oder ungerade? So. Wir haben auf jeden Fall eine Entscheidung, weil sich beide für gerade entschieden haben. Also ich weiß nicht, ob der vor Doris Schröder, ob man schon mal verheiratet war. Ich wüsste überhaupt gar nicht, dass du das alles noch schon weißt. Das ist schon mal großartig. Das war ja ständig in der Zeit. Wie oft war dann Gerhard Schröder verheiratet? Das lösen wir natürlich noch auf. 5-mal, also ungerade. Also war nur 3-mal vorher verheiratet, gut. Und damit gewinnt Matthias Steiner das Spiel. Kevin, der haut auch schon gleich ab. Ja.